So, im letzten Thema oder letztes Video war das Thema Einschlafen. Jetzt kommen wir zum Thema Durchschlafen, weil das eine wichtige Komponente ist für den qualitativen Schlaf, dass du genügend REM und Tiefschlaf hast. Und was sind meine 5 Tipps zum Thema Durchschlafen für dich? Der erste ist, was sollst du alles nicht machen? Viele sagen, ja, Alkohol hilft mir, da kann ich besser schlafen, und das funktioniert. Und einschlafen mit Alkohol, mit Sicherheit. Mit Sicherheit kannst du mit Alkohol perfekt einschlafen, aber mit was kaufst du dir das? Mit einer wesentlich schlechteren Schlafqualität plus einer wesentlich kürzeren Schlafphase. Somit hast du nichts gewonnen. Das heißt, Alkohol zum Einschlafen als Einschlafmittel mit Sicherheit ein sehr gutes, aber du kaufst es dir sehr teuer ein. Es verändert deine Schlafqualität und deine Schlaflänge. Das heißt, das auf keinen Fall tun. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp für ein gutes Durchschlafen ist, trinke deinen Hauptanteil über den Tag hinweg. Das heißt, 95% deines Trinkens, 3 Liter, um mal eine gute Zahl zu nennen, trinkst du bis 16, 17 Uhr. Und danach nur noch ganz dosiert. Weil die Blase nicht so viel aufnehmen kann, hast du dann den Vorteil, dass du nachts viel weniger raus musst und somit dein Schlaf durchbrochen ist. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass jeder im Schnitt 30 Mal in der Nacht aufwacht. 30 Mal, das ist der Schnitt, den Schlafforscher herausgefunden haben. Und jetzt ist es nur an dir, es zu schaffen, dass du es gar nicht merkst. Weil das Häufigste ist, dass du gar nicht merkst, dass du wach bist. Jeder wacht auf nachts. Aber das Wichtige ist, dass du dich nicht hochpushen musst. Dass du dich nicht hochpusht. Und deswegen der dritte Tipp zum Thema Durchschlafen ist, halte eine konstante Temperatur plus Dunkelheit plus Gehör. Weil wenn du schläfst, ist das Einzige, was du nicht wahrnimmst, der Geruch. Und deswegen gibt es auch Rauchmelder, weil du riechst im Schlafen nichts, aber du hörst, du fühlst, du nimmst Bewegungen wahr. Das ist einfach dahingehend, um zu fühlen, deswegen wachst du auch 30 Mal auf, um zu fühlen, ist die Umgebung noch sicher für dich. Das ist ein Sicherheitsaspekt. So, und deswegen halte deinen Schlafplatz wirklich konstant, sodass dein Körper sich nicht adaptieren muss. Das ist der dritte Punkt zum Thema Durchschlaf. Der vierte Aspekt ist, wenn du wirklich konstant dir einen festen Einschlafzeitpunkt plus einen festen Aufwachzeitpunkt anschaffst, dann wird dein Körper sogenannte Programmierung erleben. Du wirst es schaffen, wirklich vorm Wecker wach zu sein. Und du wirst es wirklich auch merken, dass du zu der Uhrzeit auch müde wirst. Und das ist wirklich ein Training, wie du Durchschlafen sehr gut hinbekommen kannst, wenn du deinen Rhythmus, deinen biologischen Rhythmus rausfindest. Weil nicht jeder ist gleich. Ich bin zum Beispiel einer, der früh ins Bett muss und sehr früh aufstehen kann. Meine Frau dagegen ist jemand, der sehr spät ins Bett geht, aber dafür ein bisschen länger schläft. Das ist bei jedem unterschiedlich und deswegen musst du gucken, wo holst du in welcher Uhrzeit für dich das Maximale an Qualität raus? Das heißt, maximal an REM und an Tiefschlafphase. So, beim Einschlafen habe ich dir schon, sage ich mal, 4 Präparate genannt, die wirklich ein besseres Schlafen erforderlich oder ermöglichen für mich. Und am Anfang war das für mich noch nicht so einfach. Ich habe sehr wenig Tief- und sehr wenig REM-Phase gehabt. Und jetzt nehme ich diese 4 Komponenten ein. Am Anfang habe ich aber noch mit Melatonin gearbeitet. Und hier ist mir was aufgefallen, das ich dir unglaublich gerne mitgeben würde. Melatonin als normales Supplement hat keinen Retardeffekt. Und um die Schlafphasen, die 90 Minuten immer wieder aneinandergereiht sind, so optimal in den Tiefschlaf zu bekommen, brauchst du eine lange Wirkung von Melatonin. Das heißt, du brauchst einen sogenannten
Retard-Effekt. Und das hast du bei den Melatoninen im Supplementenbereich nicht. Da hast du nur 40, 50 Minuten Wirkung. Das heißt, zum Einschlafen super gut, aber dann auf den weiteren Schlaf keinen Einfluss. Und da gibt es ein Medikament, das Circadine. Das hat einen Retard-Effekt. Das wirkt dann langfristig. Das musst du dir aber allerdings verschreiben lassen, wenn du das benötigst. Aber das wäre eine Komponente, um langfristig ohne Verzerrung deines Schlafs wirklich mehr vom Tiefschlaf zu haben. Das wäre noch eine Durchschlafhilfe, die wirklich hilft. Wenn du sagst, okay, das Video hat dir gefallen, aber ich habe eigentlich so das Problem, wenn ich aufwache, wieder einzuschlafen, also das sozusagen Wiedereinschlafproblem, dann schau dir auf jeden Fall folgendes Video an, weil da gehen wir wirklich auf diese Thematik ein. Wie kommst du wieder in den Schlaf, wenn du mal aufgewacht bist? Und das ist eigentlich für viele das Wichtigste. Deswegen, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du sagst, hey, du hast auch noch ein paar Tipps, schreib die auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.